Hallo und willkommen zu unserem Kaptorga-Podcast zum Thema Geschichte. Und das ist jetzt unser Medium, in dem wir anders als in unseren Videos zum Beispiel einfach mal ein bisschen lockerer in so einer heimeligen, in diesem Fall sonntäglichen Lebkuchen-Atmosphäre über Geschichte plaudern. Und dazu haben wir uns hier auf engstem Raum zum Aufnehmen versammelt. Der Philipp, der Wastel und ich und die beiden Hunde. Also wenn ihr irgendwas zwischendurch trippeln hört, die trippeln mal gerne. Thema heute, fangen wir einfach am Anfang an. Am Anfang. Wie das hier so losgeht mit der Kultur. In der älteren Altsteinzeit. Also das ist alt. Das ist alt, aber du hast gesagt, wo es losgeht mit der Kultur. Na, ich bin ja so ein 19. Jahrhundert-Fan vom Kulturbegriff, so ja. Renaissance-Mensch-mäßig. Ja. Für mich ist das nicht Kultur, bevor da irgendjemand was gemalt hat und geschnitzt. Und also erstmal für meinen Kulturbegriff brauchen wir erstmal eine Antike, die man dann verliert und wiederentdeckt. Okay, dann sind wir aber trotzdem noch in der Altsteinzeit, wenn du auf Malen, Schnitzen, Musizieren eingehen möchtest als Kulturmerkmal. Auch das findet dann in der mittleren und jüngeren Altsteinzeit statt. Aber die Antike? Ja, die kommt nach der Altsteinzeit. Der Humanismus. Genau. Nein, aber das ist doch ganz interessant. Schau mal. Also ich meine, klar, du kannst jetzt natürlich sagen, so die ältesten Werkzeuge, also wir Archäologen, machen ja solche Kulturstufen häufig an materiellen Hinterlassenschaften fest oder nicht häufig, eigentlich immer. Und die Menschheitsgeschichte lassen wir beginnen etwa 2,6, 2,8 Millionen Jahre vor Christus mit der Entdeckung ältester Steingeräte, sogenannter Geröllgeräte. 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 Ein wunderschönes Wort, ja. Das, glaube ich, vielen englisch sprechenden Menschen zumindest dazu dienen würde, das Deutsche herrlich zu verballhornen. Wahrscheinlich Geröllgeräte, also, aber es ist ja... Schmetterling ist da nichts dagegen. Aber es ist ja auch nur eine Frage der Aussprache. Du kannst ja auch sagen Schmetterling und dann klingt es freundlich. Ne? Und du kannst natürlich hier grollpropagandistisch Schmetterling sagen und dann klingt es so, wie man es klingen lassen möchte. Aber ich weiß nicht, ob Geröllgeräte... In einem Liebesgedicht Platz hätte. Wahrscheinlich nicht. Jedenfalls, solche Geröllgeräte, das sind so, also das muss man sich vorstellen, das sind eben noch nicht wirklich ganz fein bearbeitete Feuersteinwerkzeuge, sondern es sind Gerölle, Steine mit relativ groben Abschlägen, an denen man aber auch schon Bearbeitungsspuren erkennen kann und damit geht das dann irgendwann los. Ja, also und das wundert mich ja nicht. Also ich meine, über das Wort Geröllgeräte kann man viel meckern, aber es zeichnet doch ein sehr schönes Bild. Ein sehr schönes Bild, also ja. Dann, wir haben Geröll und das ist jetzt irgendwie Gerät geworden. Ja. Und dann haben wir die ganzen Frühmenschenstufen, Homo antecessor, Homo ergaster, Homo heidelbergensis und. Siehst du, jetzt habe ich was gelernt. Ich habe bei Heidelbergensis bin ich eingestiegen, okay. aber die Abszessor davor, die habe ich noch nie gehört. Antecessor, also der Predecessor quasi, der Vorgänger. Der Vorgänger, richtig. Das ist total kreativ, wir genau. Nennen den jetzt Vorgänger, super. Und wenn du dann wieder zum Kulturbegriff kommen möchtest, ne, es gibt, und auch hier ein bisschen mehr zu uns nach Mitteleuropa, es gibt ja beispielsweise die beiden berühmten Ausgrabungen von Bilzingsleben und von Schöningen. Und Bilzingsleben konnte man tatsächlich so etwa 400.000 vor Christus, das ist in Thüringen, Siedlungsspuren oder nicht wirklich Siedlungsspuren, Vorsiedlungsspuren, Aufenthaltsplätze des Homo erectus nachweisen, also des aufrecht stehenden Menschen, ja. Was, das ist eine Frage. Was ist denn ein Vorsiedlungsplatz? Ein Vorsiedlungsplatz, stimmt, das ist gut, das ist richtig. Also ich stelle mir da jetzt was vor, die kommen jetzt da gerade hin, haben den Campingwagen noch nicht endgültig geparkt. Ja, es ist, du musst eben unterscheiden zwischen ortsfesten Siedlungen und solchen Aufenthaltsplätzen. Ne? Das ist, Siedlungsstrukturen kennen wir dann erst wirklich fortlaufend aus der Jungsteinzeit mit Häusern und davor wissen wir nicht genau, wie und wie ortsfest man
siedelte, weil uns da auch so ein bisschen die Spuren im Boden fehlen. Also stellen wir uns das in diesen Bereichen der jüngeren Altsteinzeit und der Mittelsteinzeit so vor, dass man halt mit so Art Zelten oder schnell zu errichtenden Unterständen jahreszeitlich woanders lebte. Ihr müsst euch das ja so vorstellen, weil bevor da nicht jemand einen anständigen Pflock in die Erde getrieben hat, sieht der Archäologe ja nichts. Genau. Jedenfalls jetzt in Bildzingsleben, also 400.000 vor Christus, Aufenthaltsplätze des Homo erectus, also des Aufrechten, des aufrechtgehenden Menschen. Und dann etwa 270.000 oder ein bisschen später vor Christus in Schöningen die Funde der ersten Speere, die es gibt, auch vom Homo erectus. Also in Schöningen, da kann man wirklich davon ausgehen, dass wir es da mit einem Aufenthaltsplatz von Jägern zu tun haben. Und das würde ich doch schon mal Kultur nennen, oder? Naja, jagen tut ja der Leopard auch. Mit selbstgefertigten Speeren? Das macht diese komische neuseeländische Dohle auf jeden Fall. Die macht das. Und wenn du dann zum wirklichen Kulturbegriff hinkommen willst, also wir nähern uns ja dann mit großen Schritten dem Ende der Altsteinzeit, dann kommt ja noch der berühmte Neandertaler, der Homo neanderthalensis, auch eine Menschenart. Und von der bekommen wir immer mehr mit, dass da tatsächlich auch schon einiges an Kultur vorhanden war, wahrscheinlich auch bis hin zum Musizieren. Ist auch immer ein bisschen schwierig, denn das Einzige, was man eigentlich noch finden kann, sind die Reste von Knochenflöten und sowas in der Art. Ne? Und wo dann die Kultur auf jeden Fall in der ausgehenden Altsteinzeit Einzug hält, ist, wenn der Homo sapiens, also unsere direkten Vorfahren, kommt. Der wandert wahrscheinlich etwa 120.000 vor Christus aus afrikanischen Gebieten aus und kommt dann unter anderem auch nach Europa. Und dort fängt dann in der ausgehenden Altsteinzeit so Dinge an wie Höhlenmalerei. Okay. So Dinge an wie kleine Statuetten, die geschnitzt werden. Also man kann sagen, dass wirklich Kunst erst der Homo sapiens mitbringt? Ist das der Stand der Forschung? Das ist der Stand der Forschung, wobei man da ein bisschen aufpassen muss. Also da ergeben sich beim Neandertaler immer wieder neue Erkenntnisse. Aber ja, man spricht da teilweise in der Forschung von der sogenannten kognitiven Revolution. Also dass dann plötzlich 40.000 vor Christus rum so Dinge aufkommen, eben wie diese Höhlenmalereien, wie geschnitzte Statuetten, mehrere Reste von Musikinstrumenten, von Flöten, die man erkennt und. Da muss man aber quellenkritisch natürlich auch sagen, das kommt auf die Erhaltungsumstände an. Ja, also es ist eh schwierig aus der Zeit solche Hinterlassenschaften zu finden. Und das kann sich auch wirklich jährlich mit neuen Funden ändern, dass man das noch weiter nach hinten zurückdatieren muss. Und denen war dann Essen wichtiger als Sex? Das kann ich dir so nicht sagen. Na, ich meine, das weiß ich nicht. Guck dir die ganzen Höhlenmalereien mal an. Ja. Wenn du heute so ein paar Jungs in so Höhlen einsperrst und mit einem Stück Kreide oder so und dann nach zwei Wochen da wieder reingehst, dann wird man Penisse und Mumus an diesen Wänden entdecken. Bist du dir sicher? Ich bin mir sehr sicher. Okay. Ich weiß es nicht. Also ich habe da... Ach, vergiss die Höhle. Lass mal ein paar Leute mit Instagram zwei Wochen alleine oder mit Tumblr oder whatever. Das ist schon so. Aber nach zwei Wochen ist das Ganze voller Pornos. Wieso ist das bei denen nicht so? Die haben da irgendwelche Jagdszenen und noch mehr Jagdszenen und Tiere gemalt. Können wir daher schließen, dass die tatsächlich also diese jagdliche Geschichte, also das Grundbedürfnis der Nahrungsbeschaffung war wichtiger, als das mit Geschlechtsteilen vollzumalen? Vielleicht gab es auch Zensur. Zensur in der Altsteinzeit. Zensur in der Altsteinzeit. Ich weiß nicht. Aber das würde ich tatsächlich eher mal darauf zurückführen, dass die Leute in ihrem Zusammenleben und in ihren sozialen Gruppen Dingen andere Wertigkeiten beigemessen haben. Sprich, wenn zum Beispiel wie im viktorianischen Zeitalter
Sexualität etwas super krass Verbotenes und Geheimes ist, ja, und dann wird das wahrscheinlich in der Darstellung, wenn es dann mal dargestellt wird, auch seltsame Auswüchse kriegen. Und wenn das irgendwas super Normales ist, was einfach so zum Alltag richtig normal dazu gehört, dann ist die Frage, ob das so überhaupt dargestellt wird in der Form, dass man dem Ganzen über den normalen Alltag hinaus wichtige Bedeutung beimisst. Ja? Während so eine Jagd zum Beispiel ist ja überlebenswichtig. Also gerade in den... Und man kann draufgehen. Richtig, das auch. Gerade in den Perioden der Eiszeit, ja, da gab es eigentlich nichts anderes hier als irgendwelche Tiere, die man jagen konnte. Zumeist Wildpferde oder Rentiere. Und da steht jetzt also diese These sich entgegen. Auf der einen Seite sagen wir ja immer, stellt euch das Mittelalter nicht so vor, als hätte da dauernd jemand mit Pfeil und Bogen im Wald gejagt. Das war nicht so. Da, da gab es Landwirtschaft, mehr bewirtschaftetes Land als heute. Aber Eiszeit, okay, aus durchaus nachvollziehbaren Gründen, da basierte das Ganze wirklich auf Jagd. Auf Jagd. Und das musste auch so sein, denn nicht nur zum Essen, sondern auch zum Überleben brauchtest du die Jagd, weil es gab ja damals noch keine Stoffe oder keine Wolle von Schafen, die man verspinnen konnte. Das heißt, die Leute mussten auch mit dem, was sie den Tieren abnehmen konnten, an Pelz, sich die Kleidung beschaffen, mit der man dann überhaupt überleben konnte. Weil also so wie so ein nordamerikanischer Ureinwohner oder Inuit. Oder so ein Inuit. Ja, genau, ganz klar. Also wenn du dir anguckst, die Funde, die wir noch haben von Inuit-Kleidung, die so 100, 200 Jahre alt sind, das könnte durchaus dem entsprechen, was man in der Altsteinzeit auch schon sich an Kleidung gefertigt hat. Zumindest eben in der jüngeren Altsteinzeit, wie so Solutrea 22.000 vor Christus. Da kennen wir dann zum Beispiel auch knöcherne Nadeln, mit denen man dann auch richtig ordentlich und anständig nähen konnte. Also aber da hat man immer noch Felle vernäht oder Leder oder... Vor allen Dingen Fell. Fell. Ja, schätze ich, weil Leder, die reine Ledergerbung ist ja sehr aufwendig. Also die Fellgerbung ist auch aufwendig. Mhm. So ist es nicht. Ne? Aber, ich habe da immer gehört, man spannt das auf, bestreicht das mit Gehirnpaste und die gammelt dann irgendwie schön. Und dann gammelt die alles weg, was da nicht hin soll und übrig bleibt bei genug Durchlüftung das Leder wie bei so einer Mumie. Ja, also grundsätzlich ja. Aber wenn du es nur so machst, wird es relativ selten so funktionieren, dass man daraus Kleidung machen kann. Ne? Also es wird knochenhart, oder? Auch, ja. Das ist also, du kannst Felle natürlich, wenn du darauf liegen willst oder wenn du die als Isolation gegen die Kälte von unten nehmen willst, kannst du die natürlich einfach abziehen, aufspannen, trocknen lassen, eventuell eben auch noch so behandeln, aber das wird dann kein Fell, mit dem man wirklich tragbare Kleidung machen kann. Da ist die Gerbung dann schon ein bisschen schwieriger. Und dass die viel an so Fellen und so weiter rumgearbeitet haben, das sieht man auch schon in der Altsteinzeit. Da gibt es viele Feuerstein-Artefakte, also Werkzeuge. Das sind sogenannte Kratzer und Schaber. Ne? Und das ist relativ eindeutig, dass mit denen immer so also eine Schicht von diesem abgeschabt wurde, aufgespannten Fell dann abgeschabt wurde, bis die wirklich sauber sind. Also dass das da weggammelt, immer weggenommen wird. Was ich da spannend finde ist, es wird ja immer gesagt, stellt euch das Mittelalter vor, oh mein Gott, wie entbehrungsreich, wie schlimm, wie grausam. Mein Bild vom Mittelalter ist ja jetzt gar nicht so entbehrungsreich und schlimm und grausam. Also ich kann mir durchaus vorstellen, in so einer mittelalterlichen Stadt gelebt zu haben, habe ich überhaupt kein Problem mit. Und zwar nicht auf eine romantisierende Art und Weise, sondern ich glaube, ich bin wirklich den ganzen Weg gegangen und bin wieder am Anfang angekommen. Weil erst entdeckt man immer, wie schlimm und entbehrungsreich das war. Und dann liest man sich ein und merkt, okay, die Leute haben sich's schon ganz schön gemacht und es war ja nicht so, dass überall der Dreck und dass das auf die Straßen gekackt wurde und so. Ist ja alles Unsinn und die Häuser waren anständig gemacht und da brannte ein Feuer und man konnte sich's schon ganz schnucklig machen. Aber wenn ich mir jetzt so ein reines jagdbasiertes Leben in Fellkleidung, ohne Wolle, ohne Tiere, die man sich hält, weil 20.000 vor Christus und früher
Eigentlich nicht. Gab's da noch keine kam eventuell, domestizierten Tiere. Genau, richtig. Kam eventuell mal ja. bald irgendwie ein Hund angelaufen, aber ja. sogar die Ziege ließ, glaube ich, noch 10.000 Jahre auf sich warten. Ja, aber ich meine, schau ja. dir die Inuit an. Die leben auch glücklich. Ja, ja das, solange genug Tiere dabei da solange sind. Solange ja. genug Tiere da sind. Und das ist, man kann ja solche Zeitalter eigentlich nicht miteinander vergleichen. Ne? Du hast ja andere Umstände. Was man immer wieder sieht, ist, dass Menschen in der Lage sind, und damit meine ich jetzt nicht nur den Sapiens, sondern ja. auch andere Menschenformen aus den Umständen das Beste zu machen und sich daran auch wirklich sehr hoch spezialisiert anzupassen. Und wenn du jetzt zum Beispiel so eine altsteinzeitlichen, eiszeitlichen Jäger und Sammler hast, ja, das sind sehr kleine Populationen, sehr, sehr kleine soziale Gruppen, die dann wahrscheinlich auch relativ gut gelebt haben, wenn es ihnen möglich war, dementsprechende Beute zu machen. Ja klar, weil an sich ist ja Fleisch und von der Jagd leben bringt ja relativ gesundes Essen und relativ viel davon. Wir haben noch genau. nicht diesen Zahnverfall, den wir haben, sobald wir uns alle von Haferschleim ernähren. Genau. Ja, weil dann natürlich die Kohlehydratreste in den Zähnen hängen bleiben und dann haben wir eine Weile in der Geschichte und diese grauenvollen Gebisse und gerade die Steinreste. Entschuldigung, gerade in der Eiszeit hast du dann natürlich auch nicht die Probleme, die Lagerung mit sich bringt. Ne? Ja, okay, klar. Das ist wirklich was ganz Spezielles. Ja, und das ist aber auch ein ganz interessanter Punkt, den du da ansprichst, nämlich nach der Altsteinzeit. Ja. Kommt ja dann noch so kurz das nennen wir Mittelsteinzeit, also das ist eine Art fortgeschrittene Altsteinzeit. Da kommen eben zu den Steingeräten ganz massenhaft wirklich gute Kompositgeräte, sprich Geräte aus Holz, Knochen und Stein. Beispielsweise, wenn es jetzt um Pfeile geht, ja. oder auch sehr gut gearbeitete Knochensachen. Und dann hört das auf und wir kommen in die sogenannte Neolithische Revolution. Also in die jungsteinzeitliche Revolution. Und wie nach jeder Revolution ist dann erstmal Scheiße. Das ist ein Ding, ja. Mhm. Über das man in der Archäologie und in der Altertumswissenschaft bis heute nachdenkt. Warum hat der Mensch das gemacht? Warum hat der Mensch ein, ich sag mal, teilweise vielleicht entbehrungsreiches, aber gar nicht so ungesundes und schlechtes Leben als Jäger und Sammler aufgegeben, zugunsten eines super schwer beschäftigten, super hart arbeitenden, jungsteinzeitlichen Bauers? Das kannst du jetzt wahrscheinlich auch einen Börsenbroker fragen. Kannst warum? Warum? Was hat dir gefehlt? Warum? Ja, also man geht zum Beispiel davon aus, dass in der jüngeren Altsteinzeit und in der Mittelsteinzeit, dass die Leute wesentlich mehr Freizeit hatten als beispielsweise im Mittelalter, wo du es so ansprichst, ne? Dass du also als Jäger und Sammler vielleicht 2 Stunden, vielleicht 3 Stunden deines Tages auf den Nahrungserwerb verwenden musst und den Rest eigentlich frei hast. Und es gibt auch Leute, die sagen, dass erst überhaupt diese an sich entstehende Langeweile der Auslöser dafür war, dass diese Kultur plötzlich so explodierte. Ja. Mit den Höhlenmalereien, mit den Statuetten, mit dem Bababababam. Weil der Mensch sich oder dazu neigt, sich zu beschäftigen, wenn er nichts zu tun hat. Also, dass ja, und da haben wir ja immer noch die Bedürfnispyramide, weshalb ich ganz kurz nach Sexualität fragte, ja. die mich hier übrigens immer noch nicht loslässt, okay. weil ich fand das ganz toll, was du gesagt hast. Du hast quasi eins meiner Lieblingszitate zusammengefasst. Das stammt von einem Schriftsteller und besagt, ich bin froh, Katholik zu sein. Das führt wenigstens dazu, dass Sex immer was Schmutziges bleiben wird. Den Satz mag ich sehr und das ist grundsätzlich, was du gesagt hast. Sex wird erst dann interessant, um als Höhlenmalerei zu dienen oder als Twitter-Post, sobald er wenn es tabuisiert ist. Noch ein bisschen uiuiui ist. Ja, das ist genau. Also huiuiui. Nee, ja, und wenn man sich eh jede Nacht unters Bärenfell kuschelt und das dann einfach passiert, genau. dann ist das nichts Besonderes. Ja. Können wir, weil das ist ja ein Riesenthema. Ich finde, Sexualität bedingt ja diese ganzen Mann-Frau-Beziehungen später, ganz viel Juristerei, die auf irgendwelchen
Scheidungsregeln und so weiter und wie das Zusammenleben geregelt wird, basiert. Das führt alles darauf zurück. Ich fände es zum Beispiel spannend, jetzt zu fragen, okay, wir haben diese neolithische Revolution, die Leute werden sesshaft, fangen dann irgendwann mal an, Land zu bestellen, Herden zu haben. Plötzlich ist es nicht so, wir haben als Jägergruppe diese Tiere erlegt, die gehören natürlich allen, weil man alle zur Jagd braucht. Keiner jagt solo. Das ist ja auch so ein Ding, das man sich falsch vorstellt. Der einsame Jäger, der da loszieht, das hat was mit Feuerwaffen zu tun. Genau, das hat was mit. Und man stellt sich das eh auch teilweise falsch vor, denn da ging es auch viel nicht um wirklich den Speer oder den Pfeil. Sondern das Tier um Feuer und um eine Klippe. Rammen, sondern um Feuer und um eine Klippe. Richtig. Ja. Genau. Dann. Also man legt ein Feuer, die Herde nimmt Reis aus und man versucht das so zu steuern, dass der Savannenbrand es da irgendwo von der Klippe stürzt und dann sammelt man einfach. Kann man es aufsammeln, es ist vielleicht auch schon ein bisschen lecker angeknuspert. Und man geht eben. Ja, oder schon Hack. Ja, oder man geht eben und man geht eben nicht die Gefahr ein, dass man sich dabei verletzt. So. Ja, das ist ein Riesenvorteil. Das verwechselt man hat ja so den Altvorderen, den großartigen Vorvater und dem möchte man unbedingt große Tapferkeit zuschreiben. Genau. Deshalb rennen die ja bei historischen Schlachten wie Frettchen auf Koks aufeinander zu, um möglichst cool zu sterben. Richtig. Und wir mögen Geschichten von großer Tapferkeit, aber es ist ja eher eine Konstante der Geschichte. Das hat sich ja im Film durchgesetzt, schon guckt ja an, Raumschiff Enterprise, Red Shirt, ne? Der Statist ist da, um zu sterben. Möchte ja nicht. Das ist ja der große Unterschied. Ja, im Film ja schon. Ja, offenbar, sonst würde er ja nicht wie wild auf den Gegner zurennen. Also Star Trek ist da ganz falsch. Star Trek ist eine wunderbare Welt voller Fabeln, aus denen man lernen kann. Nicht mal die überaus tapfere Tasha Yar wollte von dem schwarzen Teermonster auf diesem namenlosen Planeten. Die hatte ja auch gefressen werden. Erstens kein Red Shirt an und zweitens hatte die einen richtigen Namen. Wir sprechen hier vom klassischen Red Shirt aus der ersten Generation, der sterben muss, um zu verdeutlichen, dass die Situation gefährlich ist. Das ist ja ein erzählerisches. Okay, aber der historische echte Vorfahr, der wollte immer nicht sterben. Nee. Das zieht sich durch die Geschichte, die wollen irgendwie nicht sterben. Nachvollziehen, würde ich auch nicht wollen. Wir können diese definitive Aussage hier treffen. Genau. Verletzt werden wollte er auch nicht. Nein. Also hat er ganz vorsichtig Feuer gelegt, gehofft, dass sich das alles zu seinen Gunsten dreht, dass er den Wind richtig eingeschätzt hat und dann aufgesammelt, was sich da am Fuß der Klippe angesammelt hat an essbarem Fleisch. Genau, und so lebte man ganz gut. Ja. Und zum Beispiel ein Teil der nordamerikanischen Prärie-Indianer lebte ja auch noch so, als dann Amerika immer mehr Land genommen wurde von den Europäern. Und da hat man eben auch gesehen, dass es auch sehr lange so funktionieren kann. Solang man den Herden hinterherziehen kann und sobald man das nicht kann, also das Ende der Freizügigkeit ist praktisch auch das Ende der Nahrungsmittelbeschaffung. So ist es und natürlich auch das Ende der ganzen Kultur und wir wissen ja alle, was der Europäer da angerichtet hat, in vielerlei Hinsicht natürlich eben in direkten Vorgehen gegen die Menschen dort, aber auch im Vorgehen gegen ihre Nahrungsgrundlage. Da wurden ja also Bisons zu Zehntausenden. Ja, das finde ich eben das Erstaunliche. Wir haben diese Brandrodung von der Klippe Schubsart zu jagen und die schafft es aber nicht annähernd, einen Bestand auch nur zu gefährden. Ja. Aber dann hast du ein paar Wahnsinnige mit Winchester-Unterhebel-Repetierern und die löschen das innerhalb von kürzester Zeit aus. Aber es ist halt auch, man darf sich eben diese Populationen der Altsteinzeitler wirklich nicht zu groß vorstellen. Ja, das ist, glaube ich, die Voraussetzung. Sehr kleine Populationen. Ne? Und wenn dann der Europäer kommt und dann in Nordamerika verrückt spielt, da gehen dann Zehntausende los mit Schusswaffen und dem haben dann eben solche natürlichen Bestände auch nichts mehr entgegenzusetzen. Und auch ganz interessant, also es
sind wir? Nähern uns jetzt wirklich dem Ende der Altsteinzeit, dem Ende der Eiszeiten. Und wir können fast überall sehen, vor allen Dingen auch in Nordamerika, dass mit dem Eintreffen von Menschen relativ schnell die dortige Megafauna ausstirbt. Also ja. Megafauna, so besonders große ja. Tiere, die sich im Rahmen auch der eiszeitlichen Vorgänge dann die leicht zu treffen sind. Evolutionär entwickelt ja. haben und vor allen Dingen, die nicht so eine Reproduktionsrate haben. Denn je größer das Tier, umso geringer die Reproduktionsrate. Da war ich schön naiv gerade. die man einfach treffen kann. Genau, ja. Das ist, und das sieht man wirklich und das war eine ganze Weile lang fraglich, aber ob eben der Altsteinzeitler mit seinen primitiven Waffen so eine Megafauna ausrotten kann, aber ja, kann er. Offensichtlich. Und das liegt eben daran, dass die Reproduktionsrate der Fauna nicht ausgereicht hat, um darauf zu reagieren. Aber das nur am Rande und das eben auch immer wieder ganz interessant, wenn man hier die moralische Frage stellt, war denn der Altsteinzeitler ein besserer Mensch als der Neuzeitler? Wage ich zu bezweifeln in mancherlei Hinsicht. So, das ist... Naja, so entwicklungstechnisch ist es doch quasi der gleiche Mensch, der sich da nur weiterentwickelt hat. Richtig. Und der folgte den Gegebenheiten. Es gibt ja eben diese Vorstellungen, auch sehr romantisierenden Vorstellungen, dass diese Jäger und Sammler eben im vollen Bewusstsein und im Einklang mit der Natur und hier und da und nie mehr nehmen, als man gibt. Und. Nie mehr nehmen, als man tragen kann. Genau. Und das Pferd war ja nicht erfunden. Richtig. Das sind halt Sachen, das ist auch schön, dass der moderne Mensch sich darauf besinnt und auch beginnt zu verstehen, dass wir eben nicht unaufhörlichen Raubbau an der Natur betreiben können. Aber ob solche uralten Weisheiten dem Altsteinzeitler zuzutrauen sind, wage ich wirklich im gewissen Maße zu bezweifeln. Ja. Ja. Das ist, ich weiß, dass... Manche Leute hören das nicht gern und sagen, natürlich, klar, die hatten einen anderen Bezug zur Natur, weil die lebten ja in ihr und von ihr. Aber eben diese Beispiele am Aussterben von bestimmter Megafauna zeigen eben auch, dass man darauf keine Rücksicht genommen hat. Ah, darauf willst du hinaus. Ja, okay, quasi. Also zu sagen, die haben doch wirklich Tiere auch ausgerottet. Und da passierte das einfach. Ja. Und da hat man sich eben dann auch keine Sorgen gemacht, ob man die Art jetzt ausrottet oder nicht. Offensichtlich. Das ist ja dann eine Verhaltensweise, die man bei den neuzeitlichen Pelzjägern und Bisonjägern und so weiter auch sieht. Die waren der Meinung, das war schon immer da, davon gibt es im Überfluss. Oder mit der heutigen Hochseefischerei, ne? Das ist Mit dem Braunkohleabbau, genau. Mit allem, was gerade aktuell abläuft. Also Mensch war schon immer Mensch. Und wenn die Mittelsteinzeit dann aufhört, dann kommen wir in diesen spannenden Bereich der Jungsteinzeit, wo wir bis heute nicht wissen, warum der Mensch sich das eigentlich angetan hat. Sprich, neolithische Revolution, jungsteinzeitliche Revolution. Ja, okay, dann lass uns das doch jetzt mal durchspielen. Ja. Wir machen jetzt neolithische Revolution, Pro und Cons. Ja. Also fangen wir mit dem grausamen Cons an. Was passiert Schlimmes in der neolithischen Revolution, was so dagegen sprechen würde? Also versuch mir das mal zu verkaufen. Ja. Ich bin jetzt ein Steinzeitler. Ja, bitte. Was genau ist denn die neolithische Revolution? Ja, das wird in den Pro und Cons jetzt gleich offenbar werden. Also die neolithische Revolution, die jungsteinzeitliche Revolution ist das, was wir vielleicht hoffentlich alle mal in der Schule gelernt haben. Nein, vergiss es. Ich habe in der Schule 3 Jahre lang die Vorteile der Engländer und die Nachteile der Deutschen bei der industriellen Revolution durchgenommen. Ja. Vorher habe ich mal gehört, dass es Griechen und Römer gab. Verstehe. Also... worauf ich hinaus möchte, Ackerbau und Viehzucht. Ja. Wobei auch Viehzucht eigentlich ist eigentlich falsch, sondern wir beginnen mit Ackerbau und Viehhaltung. Denn Viehzucht wäre ja, oder Zucht ist immer ein direktes, intensives Eingreifen. Und damit hat man wahrscheinlich nicht angefangen, sondern man hat erstmal mit Viehhaltung. Also wenn ich auf den Mirschko nicht aufpasse, auf so eine Wiese, dann züchtet der sich da auch fröhlich weiter, da muss man gucken. Wahrscheinlich ist das so. Und das ist etwas, das kommt zu uns hier nach Mitteleuropa aus dem so
genannten fruchtbaren Halbmond. Das ist Persien. Osten, Mittelmeerraum, Levante. Und das muss auch gar nicht verwundern, denn die ersten Hochkulturen entstehen dort, wo es warm ist. Wo man sich also um das Erfrieren keine Sorgen mehr machen muss. Das ist, wenn die Temperatur sehr niedrig ist, dann werde ich einen sehr hohen Aufwand an Zeit haben, einfach nur gegen diese Temperaturen mich zu wappnen. Und ja, wenn klar, ich das wieder Bedürfnispyramide, das, was wichtig ist zuerst. Dann gibt mir das viel mehr Zeit für andere Dinge. Und dort, aber da kannst du dann ja auch schlecht Fleisch konservieren. Ja, und du kannst vor allen Dingen, wenn es sehr kalt ist, schlecht Wildgräser anbauen und dann ernten. Das ist nämlich das, was dort passiert ist bei der jungsteinzeitlichen Revolution. Also die Vorformen unseres heutigen Getreide werden dann dort eben angebaut. Man merkt also, bestimmte Pflanzen kann ich essen. Und wenn ich die aussehe, dann kriege ich im nächsten Jahr noch mehr Körner und. Ich sehe jetzt so einen Steinzeitmenschen, der irgendwie so einer grasenden Antilope zuguckt und sich denkt, oh, vielleicht funktioniert das für mich auch. Genau, und dann isst er das Gras und kriegt erstmal furchtbare Bauchschmerzen. ja, aber es müssen Opfer gebracht werden auf dem Weg zur Kultur. Und so nimmt das dann Fahrt auf. Und ich persönlich bin ja da der Meinung, dass das natürlich, weil das ist ja ein längerer Prozess. Und du kannst ja nicht sagen, es gibt eine Gruppe von Menschen, die jetzt sagt, so, ab heute sind wir sesshafte Jungsteinzeitler, sondern die müssen vorher abstimmen. Genau. Es wird sich immer mehr durchgesetzt haben, dass man dort bleibt, wo man sich besser Nahrung zuführen kann. Und das klappt dann mit solchen Wildgräsern und das klappt dann auch mit Tieren wie Ziegen beispielsweise. Oder da muss man auch nicht mehr abstimmen. Da kann man sagen, wenn jemand dann nicht bleiben möchte, dann ja, geh doch. Und dann mit mehr zur Verfügung stehender Nahrung wird sich auch die dort ansässige Population erhöhen. Und schon bist du im Teufelskreis gefangen. Sprich, deine Population wächst und du musst alles daran setzen, dass diese größere Population jetzt nicht stirbt. Das ja, heißt, wenn ihr euch fragt, wie wird das jetzt gemacht, haben die dann die Pille genommen, wenn sie wussten, da ist gerade nicht so viel zu essen, und die abgesetzt, sobald sie wussten, hier ist gut bleiben, hier lasst uns sein? Leider nein, leider gar nicht. Leider nein, leider gar nicht. Ja. Das sind dann einfach die Kinder weniger gestorben. Richtig. Und es ist, wenn mehr Essen zur Verfügung steht, ist die Fruchtbarkeit auch höher. Ja, das heißt also, wenn du als Frau unter einen gewissen Körperfettanteil fällst, also in Hungerperioden beispielsweise, kann man natürlich auch schwanger werden, logisch, aber statistisch gesehen bei weitem nicht so schnell, wie als wenn du auf einem guten Ernährungsstand bist. Ja, nicht, dass uns jemand dann verantwortlich macht. Ne? Hier, ich war auf Diät und dann ist... Ja. Ist Mandy trotzdem schwanger geworden. Und so wachsen dann eben diese Populationen relativ schnell. Und das bringt aber tatsächlich eine ganze, ganze Menge Nachteile mit sich. Sprich, das ist zum einen die Veränderung der Ernährung. Wir heute sind mittlerweile von unserem ganzen Immunsystem und von der Darmflora her daran gewöhnt, Getreide zu essen. Das war der frühe Jungsteinzeitler so nicht. Ja, das ist ja, man hört ja jetzt auch heute wieder häufig von Paleo-Diät, man soll wieder zurückgehen zur ursprünglichen Ernährung, was natürlich ganz lustig gedacht ist, aber Quatsch, denn damit das wirklich funktioniert, bräuchten wir auch die Darmflora eines Altsteinzeitlers. Ja, weil eigentlich die haben ganzen Leute, die weder Milch vertragen noch Gluten, die müssten ja eigentlich vor etwa 20.000 Jahren schon weggefallen sein aus der Gleichung, oder? Ja, das weiß ich nicht. Also das ist sicherlich auch populationsabhängig. Ne? Also du kannst schon bestimmte Populationsgruppen ausmachen, die beispielsweise besser Milch vertragen als andere. Und ja, nun hat ja nicht jede Kultur Kühe gehalten. Richtig, und Milch, ja, genau. So eine Sachen halt. Es gibt bis heute so krasse Unterschiede. Wusstest du, dass in Deutschland es eine unglaubliche Besonderheit gibt, heute noch, was Europa angeht und was Fleisch angeht? Deutschland ist mit das einzige Land in Mitteleuropa,
das nicht eine Rinderrasse hat für Fleisch und eine Rinderrasse für Milch. Ach, das wusste ich nicht. Ja, wir fressen unsere Milchkühe. Okay. Leute, die sich damit wirklich auseinandersetzen, finden das absurd. Also deutsches Steak, oh mein Gott, machen die einen riesen Bogen drumherum. Okay. Und hat mir der André Pfeiffer Perkun letztens erzählt, dass das tatsächlich als Besonderheit über deutsches Vieh schon im Mittelalter in Quellen nachzuweisen ist. Das ist spannend. Ja, dass man damals gesagt hat, okay, hol mal eine Kuh aus Ungarn, die haben eine gute Fleischrasse. Ja, ja, ja. Deutsche Fleischkühe, na, eher nicht. Eher nicht so. Ja. Naja. Halt nicht spezialisiert. Jedenfalls jetzt beginnen dann in den jungsteinzeitlichen Verhältnissen ganz viele Leute auf einem Haufen zusammenzuleben. Mhm. Und dann leben da auch noch Tiere mit zusammen auf diesem Haufen. Oh Graus, oh Grundgütiger. Der Epidemiologe ja. wird jetzt erst tätig quasi. Genau, wird jetzt, vorher war das nicht interessant. Unbehaglich in den Raum gucken, denn ja, was jetzt geschieht, ist, dass die Leute natürlich wesentlich häufiger krank werden, weil sie sich wesentlich häufiger untereinander anstecken in größeren Gruppen und es treten auch ganz viele Krankheiten von Tieren auf Menschen über. Mhm. Sogenannte Zoonosen. Der Zahnstatus, die Zahngesundheit verschlechtert sich rapide, ja, weil auch in frühen Kulturen Getreide vor allen Dingen als Brei konsumiert wurde und der setzt sich schön überall fest in den ganzen Zahnzwischenräumen und das gibt Karies und Parodontose wie nichts Gutes. Also es ist wirklich eine frappierende Verschlechterung im Gegensatz zur Mittelsteinzeit. Ja, und so kommt es dann auch, dass die durchschnittliche Lebenserwartung des Jungsteinzeitlers tatsächlich sinkt und die Lebensqualität tatsächlich auch drastisch sinkt im Gegensatz zum Alt- und Mittelsteinzeitler. Na, dann bin ich jetzt aber echt auf die Pros gespannt. Das ist die Frage hier. Ne? Ja. Also Stabilität? Ja. Also, weil wenn ich mir jetzt vorstelle, wir haben so eine Jägergruppe, ja. Die ziehen da zu zehnt durch die Gegend und das Leben ist gut, weil die Jagd geklappt hat. Das Leben ist gut, weil die Jagd geklappt hat. Das Leben ist gut, weil die Jagd geklappt hat. Wir sind alle tot, weil die Jagd hat nicht geklappt. Genau. Das ist ein Grund. Stabilität. Die Leute hatten vielleicht ja auch nicht den Blick dafür zu sagen, gut, jetzt werden wir nur noch im Durchschnitt, weiß ich nicht, 40 oder Mitte 40. Dafür haben wir aber nicht jeden Tag die Angst, finden wir wild heute. Mhm. Ich meine, schaust dir an, um jetzt mal ein bisschen weit entferntes Beispiel, aber ein Beispiel ranzuholen. Viele Leute würden heutzutage sich sehr davor fürchten oder fürchten sich beispielsweise, sich selbstständig zu machen. Mhm. Beruflich. Ne? Da wäre ihnen ein fester Job, der aber kontinuierlich Geld liefert, lieber als die Möglichkeit auf ein höheres Einkommen, aber das nicht planbar und die Angst haben, wird man denn die Aufträge kriegen. Das ist, ich glaube, das ist so ein bisschen dieselbe und auch sehr nachvollziehbare Mentalität. Natürlich hat heute der Selbstständige die schlechteren Zähne, weil er ist mit 40 in eine private Versicherungskasse gerutscht, die er überhaupt nicht mehr bezahlen so kann. Und sich mal die Beißerchen neu machen zu lassen, geht ja nicht. Und, ich sehe es ja selber als Selbstständiger. Manchmal möchte man sich selber auf den Kopf schlagen für diese. Das sieht noch gut aus bei dir. Komm, es läuft, läuft. Aber wir sind da halt auch in einer falschen Branche. Ja, aber eben dieses der Spatz in der Hand ist besser als die Taube auf dem Dach. Ne? Ich stelle mir da ja, also wenn ich das jetzt verfilmen müsste, wie das passiert ist, dann würde ich eine Weile so eine Jägergruppe begleiten. Ja. Die Ups und Downs, die so haben. Und dann sind irgendwann mal noch 5 übrig und dann sind es wieder ein bisschen mehr und dann sterben wieder ein paar weg und nur die Fetten überleben. Und irgendwann kommen die an so ein beginnendes Dorf. Ja. Und dann kriegen die da so ein bisschen Haferschleim und dürfen ein bisschen auf dem Arsch sitzen und denken so, ja, Gott. Das ist übrigens tatsächlich auch gar nicht so unrealistisch. Ja. Ne? Also es ist zum Beispiel, wahrscheinlich hat es hier bei uns in Mitteleuropa auch so funktioniert, dass die jungsteinzeitliche Lebensführung nicht hier in Anführungszeichen erfunden wurde, sondern dass das in Kulturwellen aus dem vorderen
orientiert zu uns durchdrang. So. Und da werden sich natürlich auch Jäger und Sammler und jungsteinzeitliche Bauern getroffen haben. Mhm. Ein ganz großer Punkt, den man dabei sehen muss, ist, dass erst wirklich in dieser jungsteinzeitlichen Gesellschaft der Mensch mit seinem Ehrgeiz was anfangen kann. Denn jetzt geht was ganz Interessantes los. Wenn ich man kann gleicher sein als die anderen. Genau. Wenn ich ein guter Bauer bin, wenn ich ein guter Viehhalter bin, wenn ich mit meiner Ernte Glück habe, wenn ich mehr Land habe, dann kann ich ein... Einfach nur ein Arschloch bin, das sich durchsetzen kann. Ja, richtig. Dann kann ich ein Mehrprodukt erwirtschaften. Dann kann ich Dinge redistributieren. Dann kann ich Dinge verteilen. Dann kann ich Nahrung verteilen. Und dann kann ich besitzen. Wir haben Macht, Krieg, Mord, Diebstahl. Bam. Endlich Kultur. Danke, danke. Da wollte ich hin. Kultur. Jetzt sind wir bei einem Kulturbegriff. Richtig. Sehr schön. Und das ist das, was eben auch diese jungsteinzeitliche Revolution mit sich bringt. Für Leute die Möglichkeit, Besitz anzuhäufen und mit diesem Besitz sich machtvoll über andere Menschen zu erheben. Ja? Oh, wie geil eigentlich. Guck mal, jetzt stell dir vor, die Unterscheidung zwischen zum Beispiel einer Religion, die da entsteht, und zwischen Religionen, die noch davor entstehen. Genau. Was für andere Themen die haben. Andere Themen, richtig. Da muss man ja gar nicht sagen, bring deinen Nächsten nicht um, weil es ist entweder genug für alle da oder genug für keinen. Und das ist die letzte dieser altertumswissenschaftlichen Revolution. Ne? Ja. Wir haben die sogenannte kognitive Revolution in der ausgehenden Altsteinzeit, wo wir fangen an zu malen, Kunst und so weiter wirklich explodieren. Und dann kommt diese jungsteinzeitliche Revolution und wir kommen basically in die Gesellschaftsstrukturen, die wir heute auch noch haben. Ja. Dort fängt das an. Das fängt irgendwann 10.000 bis 7.000 vor Christus im Ostmittelmeerraum an und verbreitet sich von dort rasend schnell. Ja. Und wird ja anscheinend auch, also ich meine, entweder man geht davon aus, dass es keine Kontakte gerade zwischen Südamerika und Eurasien gab, dann wurde das dort dementsprechend parallel erfunden. Oder es gibt ja auch Leute, die sagen, klar, wir können es nicht nachweisen, aber die hatten hier bestimmt regen Austausch und so. Ja, und die sind da von Eisscholle zu Scholle gehoppelt. Ach, und zu den Leuten, die sowas annehmen, gehöre ich nicht, dass es hier transatlantische und transpazifische Seefahrt gab. Hat aber jetzt nichts mit Kontinenten zu tun. In der Jungsteinzeit. Ja, doch, das war doch, ja, also das war das, ja, der Nachweis, dass es theoretisch möglich wäre. Mhm. Also rein technologisch. So. Aber es ist halt bis heute nicht nachgewiesen. Also so für manche Inseln kann ich mir das ja vorstellen, wo man sich so denkt, okay, die sind. Irgendwie müssen die Leute ja da hingekommen sein. Ja. So. Aber auf jeden Fall dieses Jungsteinzeitlich, das ist ein Konzept, das setzt sich auf der ganzen Welt durch. Wahrscheinlich wird es an verschiedenen Standorten auch ähnlich parallel entwickelt. Und wir haben also, als dann die Europäer kommen und sich Nordamerika anfangen, räuberisch zu nehmen, auch dort die meisten Stämme der Ureinwohner leben tatsächlich schon jungsteinzeitlich. Ja. Diese Prärie-Indianer, die man aus dem Film kennt, das war halt nur eine Spielart, das, was klar, tatsächlich noch so mittelsteinzeitliche Jäger und Sammler Anklänge hatte. Ja, und dann sind wir in der Jungsteinzeit und dann sind wir in einer Kultur, wie du sie dir vorstellst. Da gibt's Kunst, da gibt's Malerei, da gibt's Musik und vor allen Dingen gibt's Mord und Totschlag. Weißt du, was ich da faszinierend finde? Diesen Gedanken, der heute ja so allgegenwärtig ist, sich Geschichte extrem romantisierend vorzustellen, zu den paganen Wurzeln, als die Welt noch in Ordnung war, als dann noch fröhlich die Mistel vom Baum und einerseits fröhlich, einerseits aber grausig genug, dass man es noch so ein bisschen geil finden kann mit Blutopfern und sowas. Da wünscht man sich so zurück, aber dem könnte man sagen, naja, wenn ihr wirklich in so einen Fall vor dem Sündenfall zurück wollt, da müsst ihr zur Jägergruppe zurück. Richtig, da müsst ihr in die Altsteinzeit, in die Mittelsteinzeit zurück zu den Jägern und Sammlern. Da ging es, denke ich mal, tatsächlich friedlicher zu als in der Jungsteinzeit. Und
da sind außer dann wenn sich zwei Gruppen trafen und die einen hatten gerade Fleisch und die anderen nicht. Genau, das durfte aber tatsächlich auch relativ selten vorgekommen sein. Aber wenn, waren ja wenige, dann wird es ja dort auch kämpferische Auseinandersetzungen gegeben haben. Aber haben wir da archäologische Nachweise zu? Wenig. Dass da irgendjemand erschlagen wenig, wurde? Wenig. Das geht tatsächlich auch erst wieder los in der Jungsteinzeit. Mhm. Stichwort beispielsweise Massaker von Thalheim. Ja, genau. Kann man mal googeln, wenn es einen interessiert, wo eines der frühesten wirklich Gewalt motivierten richtig viele Massaker. Eingeschlagene ja, genau. Schädel und irgendwelche abgehackten Hände und so eine Geschichten. Ja. Dinge, jungsteinzeitlich. Mhm. Und da wurde offensichtlich so ein ganzes Dorf oder eine ganze Sippe einfach ausgerottet, bis auf die jungen Frauen. Oh, oh Gott. Eine andere Konstante der Geschichte. Voller Vergewaltigung. Ja, und furchtbaren Dingen. Ja. Und dann, da ist halt eben auch interessant, dass die Leute, die dann dort also umgebracht und dann auch verscharrt wurden, anders kann man das gar nicht nennen, dass die eben Verletzungen aufweisen, die eigentlich darauf hindeuten, dass man auf die eingeschlagen hat, als die schon am Boden lagen. Also diese berühmte exzessive Gewalt, genau. Die dann festgestellt wird. Sprich, die hat man auch dann wirklich, um keine Überlebenden zu hinterlassen, wirklich planmäßig hingerichtet. Ja. Naja, man könnte ja auch sagen, dass in so einer Welt, wo man dann zwar schlecht, aber konstanter lebt, mit einer größeren Population, dass einfach der Wert des einzelnen Menschenlebens geringer ist plötzlich. Kann man sich durchaus vorstellen. Aber es ist eben, es hat wahrscheinlich auch viel banalere Ursachen. Mhm. Ne? Die Gruppen werden größer. Man sieht immer wieder auch, dass bei sowas dann Frauen Mangelware werden. Also das wird ja auch mit die Ursache sein, dass um Heirat und Frauen mit Gift etc. dann in den folgenden Jahrtausenden so ein Brimborium betrieben wird, dass eben, wenn ich die Frau als Wirtschaftsfaktor aus der Familie rausnehme, dass ich dann dafür auch einen Brautpreis zahlen muss. Oder man kann da auch anders rangehen und sagen, wenn ich die Frau in die eigene Sippe aufnehme und die dann auch noch mit durchfüttern muss, in Anführungszeichen, also das ist jetzt völlig wertfrei, dass ich dann dafür eben auch noch eine Mitgift kriege. Gleichzeitig kommt vom Brautvater. Das ganze Ding mit Verantwortung übernehmen für ein Kind, das man gezeugt hat. Richtig, richtig, richtig. Also viele auch von diesen Strukturen, die dann eben auch dazu geführt haben, dass die Frau im System dem Mann gegenüber sehr lange Zeit im Nachteil war, haben wahrscheinlich auch dort in dieser jungsteinzeitlichen Revolution und in den daraus entstehenden Strukturen ihre Ursache. Ja, Besitz, Durchsetzung, Gewalt. Und das ist wirklich, also früher verband man die jungsteinzeitliche Revolution immer mit was, mit einem wahnsinnig positiven Vorsprung der Menschheit, weil es führt ja letztendlich zu dem, wie wir heute leben. Aber ich würde. Es führt irgendwann mal zu Pyramide und wir haben Kultur. Aber das ist dann eben auch, wie man es im 19. und frühen 20. Jahrhundert sieht. Ne? Ja. Du siehst den Kulturbegriff oder wie es auch in den Geschichtswissenschaften früher viel rezipiert wurde. Guck mal, im 19., 20. Jahrhundert, da ist man ja keinen Deut weiter. Ja. Man will mehr Population haben, man verteilt Mutterkreuze, man möchte Soldaten züchten. Genau. Und man möchte einfach mit dem einen Pavianfelsen den anderen Pavianfelsen überfallen und denen das abnehmen. So ist es. Und da ist man wirklich keinen Deut weiter. Ja? Ja. Und ich finde es grandios, dass wir uns heute kulturell auf breiter Basis mal Gedanken machen, wie das denn anders gehen würde. Genau. Und wir haben den Vorteil, weil gerade so Auseinandersetzungen sind ja eigentlich oder haben ja immer wirtschaftliche Ursachen, wir haben den Vorteil, dass du heute aus Territorium, aus Land nicht mehr 1:1 wirtschaftliche Vorteile ziehen kannst. Ja, hey, Globalisierung, ne? Hat genug Schlimmes, aber hier und da auch da mal gute Momente. Da hat es auch was Gutes, dass Wirtschaft mittlerweile abgekoppelt ist, wirklich vom Land, das man besitzt. Und darum sind Eroberungskriege, wie wir den letzten mit dem Zweiten Weltkrieg hatten, heutzutage nicht mehr sinnvoll. Mhm. Das ist meiner Meinung nach auch der einzige Grund, was uns diese sehr lange Friedenszeit
beschert hat. Ja, natürlich, bis das ist Realpolitik. Das ist nicht, weil wir vernünftig geworden sind leider oder nein. sowas. Das ist nicht leider passiert. Nein. Ja. Und das ist, die Leute lernen ja auch nicht aus der Geschichte. Ja, du, meine große Hoffnung ist ja, dass das Henne-Ei-Problem umgedreht wird. Also wir haben jetzt eine lange Friedensperiode und dass die uns was lehrt und vielleicht zu einem Wissensvorsprung der Menschheit führt. Vielleicht, Während wir gleichzeitig in einer Zeit leben, in der mal sehen. Viele Leute wieder Krieg geil schreien, weil es lange genug her ist. Wo ja auch, also es wird ja um uns rum Krieg geführt. Davon mal ganz abgesehen, vergessen. Ne? Ich meine, das können wir hier sagen vom Comfort of our Armchair, dass wir seit 73 Jahren im Frieden leben. Das ist schön, aber das gilt eben auch noch nicht für alle. Ja. Wenn man nicht in Nordirland gewohnt hat zwischendurch oder in Jugoslawien oder in Spanien, Frankos. Afrikanischen Staaten. Ja, ich wollte mich auf Europa hier beschränken. Ja. Ja, da sind wir jetzt hin. Haha. Dass ich hier gerade den Frager spiele, das hat einen ganz interessanten Hintergrund, denn das ist ja ein Gespräch von einem Archäologen mit einem Historiker. Das bedeutet, ich muss mir was zum Thema Steinzeit erzählen lassen, weil der Historiker behandelt ja nur Schriftquellen. Das heißt, ich habe da wirklich überhaupt keine Ahnung, abgesehen von dem, was man so mitkriegt, ja, aus Allgemeinwissen und Interesse. Und das ist tatsächlich ganz, ganz schön, mir da was erzählen zu lassen. Und ich glaube, ich stehe da ähnlich vor wie ihr, wenn ich da was von 2,8 Millionen Jahre höre und mir denke, oh mein Gott, das ist nicht im geringsten vorstellbar. Und für mich als Historiker, wenn ich da 7000 vor Christus höre, mein Gehirn versucht sich so irgendwie zu den Phöniziern vorzuhangeln. Da ist dann Schrift, da ist gut. Bleibt doch im Zweistromland, da geht's doch los. Ja, genau. Mit der Schrift, das Gilgamesch-Epos. Und Pyramiden. Und Pyramiden. Oh, das Gilgamesch-Epos. Das Gilgamesch-Epos. Ja, aber es ist, für mich ist es als Archäologe natürlich auch mal wichtig, also dadurch, dass ich in meinem ersten Studium ja auch ein profundes Studium der Rechtsgeschichte mit absolviert habe, ist es für mich ganz gut, weil ich natürlich dann als studierter Archäologe dann im zweiten Studium diese ganzen altertumswissenschaftlichen Kenntnisse bekommen kann, aber tatsächlich auch bestimmte Mittel der Quellenkritik, die man aus der Geschichtswissenschaft kennt, darauf anwenden kann. Ja. Das ist nämlich manchmal bei Kollegen von mir ein bisschen das Problem, dass die kein Auge haben für Quellenkritik. Und Quellenkritik ist immer sehr wichtig. Ja, das ist etwas ganz Grandioses. Der Historiker ist nämlich besessen von Quellenkritik und von der Kritik seiner eigenen Wahrnehmung. Der Historiker ist so jemand, der extrem reflektiert versucht zu arbeiten und sich immer vergegenwärtigt, was beeinflusst jetzt, was beeinflusst meine kulturelle Wahrnehmung, warum sehe ich das so und nicht anders, kann man das auch anders sehen. Und das ist tatsächlich der Grund, warum Philipp und ich uns anständig unterhalten können. Denn mit vielen Archäologen im Gespräch, also ich habe schon im Studium versucht, mit Archäologen zusammenzuarbeiten. Und ich will dann irgendwas machen dazu, Religion der Etrusker und wie die frühen Römer beeinflussen und auch die späteren Römer übrigens. Und will da was zu machen und arbeite mit einem Archäologen zusammen. Und der zeigt mir dann diese Leber von Piacenza, die wirklich ein unglaubliches Artefakt ist. Aber er zeigt sie mir, Punkt. Als Historiker hast du eine Fragestellung, du willst was wissen, du willst was verifizieren, falsifizieren und dann kommt dieses aber guck dir das geile Ding an, es ist da. Genau. Ich so, ja, aber was sagt es mir? Was aber auch für einen ordentlichen akademischen Archäologen eigentlich auch nicht. Ja, natürlich, ihr wollt auch rekonstruieren. Genug ist gucken. Natürlich. Das ist aber, das ist doch darum, ich habe es nie verstanden, warum die Geschichtswissenschaftler sich aufschwingen und die Archäologie als Hilfswissenschaft bezeichnen. Das ist ein bisschen... Nein, nie anders als im Scherze, also wirklich. Naja, also, bitte. Das ist ein bisschen frech, weil wir wollen, also wir Archäologen wollen eigentlich genau das Gleiche tun wie ihr. Lebensumstände, geschichtliche Abläufe rekonstruieren. Na, aber wir wollen das gar nicht. Jetzt wollt ihr es nicht mehr, ja, das ist richtig. Aber eben nicht mit Hilfe von Schriftquellen, sondern mit Hilfe von materiellen Quellen. Aber auch Materialien sind Quellen.
Ja. Genau. Natürlich. Ja. Das wird uns auch beigebracht tatsächlich. Ja. Also so exotische Quellenarten haben wir. Also Sachquellen. Ja. Und wir haben sogar Traditionsquellen. Das ist total lustig. Also und Halloween wäre eine Quelle für einen Historiker. Und der gute Archäologe, so wie ich, sage ich jetzt einfach mal. Der gute Archäologe, das ist wie so ein lehrreiches Buch aus dem beginnenden 20. Jahrhundert. Genau. Der, also gerade ich, der ich ja sehr spezialisiert bin auf die Zeit von 0 bis 1500. Ja. So, also und dann darin nochmal viel aufs frühe Mittelalter und hoch bis späten Mittelalter, der arbeitet natürlich niemals ohne Schriftquellen. Ja. Sprich, ich beziehe in meine Forschung, in meine Arbeit natürlich auch immer die Schriftquellen mit ein. Und das ist ein absoluter Luxus, weil wenn du Sachquellen und Schriftquellen zusammenführen kannst, das ist... Und es stimmt tatsächlich, der Historiker hat eigentlich null Ahnung von Sachquellen. Ja. Der könnte da wirklich nicht Scheiße von Diamanten unterscheiden, das stimmt. Was ich mir da im Bereich Sachkultur angeeignet habe, ist auch wirklich nicht auf meinem Studium gewachsen. Ja, überhaupt nicht. Kriegst du auch nicht im Studium. Da lagen da lag der Fokus einfach ganz anders. Ja. Wobei, ich muss sagen, das funktioniert auch andersrum. Also ich mit einer Spezialisation auf Sozialgeschichte, also auf Lebensumständen, wer war oben, wer war unten, wer war daneben, wie ist man miteinander umgegangen. Dass, wenn man Ahnung hat von so Sachen wie Marktrecht, von Gilden und da immer wieder eine Transferleistung auch vollzieht, dann kann man Sachquellen immens gut einordnen. Ja, und dann sich da sehr, sehr schön zurechtfinden. Dann brauchst du sie auch einfach. So, und dann sind wir da bei dem, was ich ja auch mache. Also genau, weil dann brauche ich sie für meine Fragestellung. Und alle Quellengattungen rannehmen, die man haben kann, aber eben dementsprechend auch quellenkritisch betrachten und sich immer wieder fragen, weil Rekonstruktion ist immer Interpretation. Und Interpretation wird ganz doll eingefärbt von Zeitgeist, von Politik, von Lebensumständen, von Richtungen in der Forschung und so. Und also dieses, in meinem Studium durfte man Zeitgeist gar nicht sagen. Das war ein Bähwort. Das mag sein, das ist wahrscheinlich heute noch ein Bähwort, aber der ist ja immer da. Ne? Ja, man weiß so ungefähr, wovon man spricht, wenn man Zeitgeist sagt, Und das ist das, aber das... Oder hat das Gefühl. Aber okay, wollen wir noch was abschließend sagen zu unseren Steinzeitlern? Also die leben relativ paradiesisch, sind aber bedroht von einem ständigen plötzlichen Tod durch Verhungern oder vom Mammut überrannt werden. Paradiesisch leben, weiß ich nicht, aber sie leben ganz gut und relativ gleichförmig. Und das eine ganze Weile lang. Ja. Und dann werden die sesshaft und kränklich und kriegen schlechte Zähne und bringen sich gegenseitig zu den dummen Scheißern, die wir heute sind. Ja. Genau. Okay. Was hast du Fragen noch zu der Geschichte, so wie wir sie? Ist dir alles total offenbar? Du weißt jetzt über neolithische Revolution Bescheid. Mann, ist das geil. Auf jeden Fall. Das ist schön. Also, okay, cool. Wir haben was erreicht. Einen haben wir. Neolithische Revolution schafft eben das, was wir heute noch kennen. Eine stark hierarchisch gegliederte Sozialstruktur, in der Macht von Besitz abhängt. Und nicht nur von Besitz. Jetzt könnte ich natürlich, du hast mir super den Ball zugespielt, weil ich wollte gerade sagen, jetzt könnten wir super weitermachen und die Formen der Herrschaft nach Weber auf die neolithische Revolution übertragen. Und vor allen Dingen zur Religion kommen, weil das ist ja dann das zweite Phänomen. Weil was haben wir dann für Herrschaft? Dann haben wir charismatische Herrschaft, also irgendjemand ist ein krasser Herrscher, weil er unglaublich reden kann. Die charismatische Herrschaft, das ist tatsächlich auch etwas, was alt- oder mittelsteinzeitlich möglich wäre. Der charismatische Herrscher als Häuptling eines Stammes. Und dann aber natürlich ganz klassisch, die Herrschaft hängt an dieser charismatischen Person und wenn die tot ist, dann geht die Herrschaft nicht weiter. Es sei denn, es ist eine traditionelle Herrschaft. Aber die findest du bei sowas jedenfalls rezent relativ selten. Also es gibt ja Ethnologen, die dann gucken, wie ist es mit heutigen noch steinzeitlich lebenden Kulturen, wie funktioniert es da? Das muss man natürlich auch mal mit wirklich sehr viel Vorsicht betrachten. Aber diese klassische
dynastische Herrschaftsweitergabe, die ist unter solchen Umständen relativ selten. Die ist übrigens auch mittelalterlich gar nicht mal so häufig, ja, wie man denkt. Also guckt man sich das Heilige Römische Reich an oder die umliegenden Königreiche, dass da wirklich im Mittelalter eine Familie länger am Drücker ist, ja. Das hast du selten. Genau. Das hast du, guck mal, schau dir mal Karl den Vierten an und seinen Versuch, ein luxemburgisches Herrscherhaus auf dem Thron des Heiligen Römischen Reiches zu etablieren. Ja, ja. Das geht sofort schief. Das geht schief bei Feld 1. Ja, genau. Und seitdem wir Herrschaft wirklich quellenmäßig zu fassen kriegen, ist es offensichtlich ein großes, großes, großes Bestreben der Herrschenden, sich also ihre Klasse wirklich selbst zu erschaffen und diese dann auch dynastisch weiterzugeben. Diese familiäre Sicherung von Macht und Besitz, das ist immer ein ganz großes Thema für die wirtschaftlich und oder religiös herrschende Klasse gewesen. Ne? Und man geht ganz unterschiedliche Wege, um dort wirklich diese nachfolgende Machtweitergabe dann auch festigen zu können. Und das ist nicht immer einfach, wie du weißt. Ja, ja, klar. Ja. Also interessanterweise unter den berühmten Königshäusern des klassischen Mittelalters findet man keine einzige Dynastie, die zum Beispiel ich in meinem Buch die ältesten Dynastien Europas finden würde. Ja. Das sind alles Leute, die vielleicht mal im Spätmittelalter angefangen haben, aber wirklich Strecke an Jahren haben, die alle in der frühen Neuzeit so im Absolutismus gemacht. Ja. Der Absolutismus übrigens auch so ein Begriff, von dem geht die Geschichtswissenschaft ein bisschen ab. Ich persönlich finde ihn gar nicht mal so schlecht. Der erklärt vieles im Vergleich zum Mittelalter. Ja, ja, ja. Aber ich würde sagen, das heben wir uns dann für einen weiteren Podcast. Ach, so vieles heben wir uns Podcast auf. Also ihr merkt, wir haben schöne Themen. Ja. Und uns macht es großen Spaß, uns so zu unterhalten. Ich hoffe, euch macht es ein bisschen Spaß zuzuhören. Und ich muss sagen, es hat lang gedauert, aber ich finde, diese neolithische Revolution haben wir gefasst. Ja. Also die ist doch deutlich geworden. Die ist deutlich geworden und vor allen Dingen auch in ihrer Wichtigkeit für die weitere Entwicklung der Menschheit, ja, genau, wie wir sie heute kennen. Das ist das wirklich Interessante daran. Ja. Ja. Und eben etwas, was nicht per se als gut oder schlecht zu bezeichnen ist. Das ist mir ja immer ganz wichtig, wegzukommen von diesen Wertungen. Ja, das ist nicht gelungen. Naja, es ist bei mir ist jetzt angekommen, die war scheiße. Die Wahrheit. Wir haben jetzt Autos und Religion und Mord und Totschlag. Und das großartig. Ist halt so. Und ob es schlecht ist, wissen wir ja nicht, wenn wir nicht wenigstens eine Alternative haben. Und die haben wir ja nicht. Nee, die haben wir wirklich nicht, ja. Genau. Darum können wir nicht sagen, dass es gut oder schlecht ist. Es ist halt, wie es ist. Und es brachte bei Weitem nicht wieder Kultur. Begriff des 19. Jahrhunderts sagt nur positive Sachen mit sich, sondern auch objektiv deutlich negative. Ja, also das ist, was wir hier meinen, wenn wir sagen, wir werten da nicht so großartig, weil man muss ja unseren kleinen Podcast hier als Gegengewicht zu traditionellen Deutungen des 19. Jahrhunderts sehen, ja, oder zum klassischen Candide, ja. Großartiges Buch von Voltaire persönlich, tut's euch an. Candide ist so ein Typ, der läuft durch die Gegend und behauptet, er würde in der bestmöglichen aller Welten leben. Und der Schriftsteller macht sich dann einen Spaß daraus, den durch die schlimmsten Katastrophen seiner Zeit zu führen. Eine nach der anderen. Und der Depp behauptet weiter, er würde in der bestmöglichen aller Welten leben. Und also dieses Candide-Tum, das ist etwas, das ist auch heute in der Rezeption von Geschichte unglaublich verbreitet. Dass wir denken, hey, wir haben uns unglaublich entwickelt und obwohl wir den Zweiten Weltkrieg hatten und dem 20. Jahrhundert, das blutigste Jahrhundert, das wir bisher hatten. Ja, ja. Nein, Entwicklung ist eine stete Leiter nach oben und niemand war je so weit oben wie wir. Genau. Hooray! Ja. Ja, man darf sich auf die Singularität freuen. Ne? So ist es. Ja, ja, also weder gut noch schlecht. Es ist, wie es ist. Und ich denke, damit dabei können wir es dann auch
Genau. Belassen. Für wir heute. Danken euch, dass ihr zugehört habt. Ganz, ganz großes Lob an diejenigen, die in einem jetzt Stück bis zum Ende dran zum geblieben sind. Das ist Respekt. Ja. Also wirklich. Es ist immer noch cool, auch wenn ihr gebadet habt oder gekocht oder ich weiß nicht was. Ich weiß nicht. Ja, okay. Was man da also machen kann. Dankeschön, dickes Bussi und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.